Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf YouTube. Ich werde das Spiel Diablo 3 Let's Playen hier direkt im Anschluss nach meinem ersten Video auf YouTube, wo ich ein bisschen was erklärt habe. Das Ende ist mir da zwar nicht ganz so geil gelungen, da ist meine Aufnahme leider etwas zu früh beendet worden, aber an sich ist das der Rest in Ordnung gewesen und das war eigentlich auch das Wesentliche. Ich wollte ja kurz noch einmal anteasern, was den meisten so erwartet wird, was ich in nächster Zeit machen werde. Und das ist auf jeden Fall das Diablo 3 Let's Play einmal. Der Rest ist halt, steht noch alles in Planung. Ich habe das Spiel, wie ich auch im Einladungsvideo schon gesagt habe, öfters mal durchgespielt. Ich weiß, mein Paragon-Level ist noch nicht ganz hoch, aber ich habe meistens halt nur die 5 Akte gespielt. Und Paragon erst mir wirklich später erst angefangen, auch das Gear mal zu farmen. Weil ich finde an diesem Spiel einfach die Story so unglaublich geil und ich freue mich auch und auf Diablo 4 und ich hoffe, das wird auch hoffentlich halbwegs so gut wie dieses Spiel, wenn nicht sogar besser. Ich habe da sehr große Erwartungen dran und ja, das ist auch schon alles, was ich so jetzt noch zu Diablo 3 sagen kann. Viele kennen vermutlich das Spiel schon, es ist etwas älter, 2012 ist Diablo 3 erschienen. Also schon sehr alt, aber die meisten älteren Spiele sind ja eh besser als die Spiele, die momentan rauskommen. Jedenfalls aus meiner Sicht. Und ja, ich werde auch einen Held erstellen. Ja, ich werde kurz mal einen Held erstellen. Ich habe mir auch noch nicht festgelegt, welche Klasse ich nehmen werde. Ich werde auf jeden Fall erstmal alle vorlesen und hier auf Saisonal an... Ah, keine Season ist verfügbar, verdammt. Schade. Dummes Timing. Verdammt, ich wollte nochmal komplett neu anfangen, indem ich die Season starte. Aber dann fange ich halt einfach so an, aber werde erstmal nichts direkt kaufen, weil ja, ich habe ein bisschen zu viel Geld. Und meine Truhen und Items ist ein bisschen ungünstig. Dann fange ich vermutlich dieses Let's Play nochmal einmal komplett an, wenn die Season rauskommt. Und das ist dann einfach sozusagen nur ein Trailer oder keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ihr werdet es ja sehen, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall, es gibt die Klasse der Barbaren. Dieser stoische Krieger nutzt seine gewaltige Körperkraft, um seine Feinde zu zerschmettern. Das hört sich, wie gesagt, finde ich ziemlich nice an. Ich habe den Barbaren persönlich noch nie gespielt. Deswegen werde ich den auch in diesem Let's Play picken. Der Kreuzritter. Dieser Ordenskrieger hat sich verpflichtet, die Welt durch Disziplin, Ehre und Wachsamkeit vom Bösen zu läutern. Das ist der Kreuzritter. Die Fähigkeiten stehen hier, die kann sich ja jeder selbst durchlesen. Der Kreuzritter ist auf jeden Fall eine übelst witzige Klasse, finde ich, wenn man vor allem im Koop spielt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel auch im Koop irgendwann mal machen werde. Das kommt darauf an, ob irgendeiner meiner Kumpels oder Freunde dieses Spiel mit mir spielen will. Und dabei auch in Ordnung ist, wenn ich das aufnehme. Das ist immer so die Debatte. Man sollte solche Leute ja immer fragen. Aber zum Dämonenjäger. Distanzwaffen und Manipulation der Schatten machen diesen Helden zu einem raffinierten Dämonenbezwinger. Oh toll, jetzt kriege ich eine Nachricht über mein Handy. Verdammt. Entschuldigung. Ja, nicht so wichtig. Ich mache den Ton einfach mal aus. Das ist jetzt ein bisschen unprofessionell, aber ja. Ich werde auch vermutlich nicht ganz so viel schneiden, weil ich einfach darauf keine Lust habe. Und weil es sehr oft stört einfach im Let's Play, wenn immer gecuttet wird. Aber ich habe auf jeden Fall vor, auch sehr, sehr viel zu streamen, weil ich finde Let's Plays sind in Ordnung, aber ich spiele meistens immer so 8 Stunden am Stück ein Spiel. Und das ist in der Aufnahme immer wieder zu cutten, ist halt anstrengender als einen Stream hochzumachen und den dann hochzuladen. Den Stream kann man dann ja auch in 3-4 Parts teilen. Deswegen würde ich das eher vermutlich die meisten Spiele dann streamen. So, zum Dämonenjäger, das ist eine meiner, oder besser gesagt, meine absolute Lieblingsklasse, weil man sehr agil ist und ein witziges Setup hat. Kann ich jedem empfehlen, der auf jeden Fall das Spiel anfängt. Aber ist auch für also ist immer ganz gut, immer was Neues zu machen. Bringt richtig Spaß, den so zu spielen. Der Mönch. Ein heiliger Krieger, der schneller ist, als das Auge folgen kann und seine Feinde mit präzisen Schlägen beseitigt. Der Mönch auch eine sehr agile Klasse. Mehr Support im Endeffekt. Oder besser gesagt als Akrozieher. Also er zieht die Aggro mehr auf sich und zieht die Gegner zu sich ran und geht dann wieder weg, damit die anderen den Damage machen, jedenfalls in Greater Rifts, falls man die clearen will. Sehr witzig zu spielen, auch sehr gut im Anfang. Wenn man ein bisschen Übung drin hat, wann man was machen kann, ist der auch relativ stark.
Und kann ich auch nur jeden empfehlen. Ich kann eigentlich alle Klassen empfehlen, die sind relativ gut ausgebalanced. Und ich sage das Wort relativ wirklich oft. Ich muss mich echt dran gewöhnen, das nicht so oft zu sagen mehr. Es ist echt unprofessionell. Aber wie gesagt, die Klassen sind in Diablo 3 sehr, sehr gut ausgebalanced. Es gibt keine Klasse, die wirklich übertrieben über die anderen hinaussteckt, sticht. Aber das Gear spielt halt wirklich eine große Rolle, genau wie die Levels und den Würfel, dessen Namen ich gerade. Kanaiswürfel. Ja, Kanaiswürfel. Der spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Und ja, in dieser ersten Folge werde ich nur die Charakterauswahl machen. Ein bisschen über die Charaktere sprechen. Zum Totenbeschwörer. Als Gebieter über die Toten beschwört dieser dunkle Priester. Nein. Als Gebieter über. Ach Gott, ey, Mann, was ist denn jetzt mit meinem Kopf schief? Entschuldigung. Als Gebieter über die Toten beschwört dieser dunkle Priester eine furchterregende Armee oder setzt die Mächte von Blut und Knochen ein. Eine sehr düstere Klasse, passt auf jeden Fall zum Diablo 3 Setting. Ist so das Komische, wenn man so der Antagonist ist, der trotzdem das. Also man hat die Klasse des Bösen, aber tut trotzdem gute Sachen. Eine momentan etwas schwächere Klasse. Besonders zum Anfang, im Mittelteil und am Ende ist sie sehr, sehr stark. Und wenn man das Gear hat, ist sie auch richtig stark. Kann ich auch jedem empfehlen. Die bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich habe sie auch einmal durchgespielt, aber ich wollte sie nochmal aktiv irgendwann mal spielen. Die werde ich vermutlich dann im Koop spielen, wenn ich mal im Koop spiele. Und zum Hexendoktor, dieser Manipulator der Mächte. Von Leben und Tod nutzt die Mächte der Geister auf gewitzte und erstaunliche Art. Habe ich persönlich auch noch nie gespielt. Ich weiß, dass er nicht gerade anfängerfreundlich ist, aber sehr, sehr stark im späteren Spielverlauf. Es ist auch so eine Klasse, die ich unbedingt mal spielen möchte, genau wie der Barbar, aber ich habe mich jetzt für den Barbaren entschieden. Den Hexendoktor und den Barbaren habe ich noch nie gespielt. Den Kreuzritter habe ich einmal durchgespielt. Den Totenbeschwörer auch einmal, aber den sogar noch mehr. Bei Kreuzritter habe ich nur einmal die 5 Akte durchgespielt und habe mich auf 70 gebracht. Mit dem Totenbeschwörer habe ich mich einmal auf 70 gebracht in einer Season und dann auch auf Paragon Level 100, mehr aber auch nicht. Mit dem Dämonenjäger habe ich mit Abstand am meisten gespielt. Kann man auch in der Statistik hier nachgucken, wenn ich auf mein Profil gehe. Dann seht ihr ja mal hier Karrierezusammenfassung. Mit dem Dämonenjäger habe ich fast 70 Stunden gespielt. Hier 5 Stunden, 27 Minuten. Da habe ich sozusagen den kleinen Rush gemacht. Das Seasonal, kurz auf Level Dings. Hier habe ich auch etwas länger gespielt, aber man kann das Spiel relativ schnell durchspielen. Hier habe ich halt wirklich getryhardet und versucht, den Speedrun zu machen. Aber ja, mit dem Mönch habe ich auch sehr häufig oder öfter schon gespielt, aber am meisten, am zweitmeisten hier den Zauberer. Mit dem habe ich auch mein höchstes Paragon-Level von 700 in einer Season erreicht. Und ja, das war aus meiner Sicht ziemlich hoch. Ich bin ja auch auf Paragon-Level 745. Das ist krass. Hier nochmal ein bisschen Statistik. So viel Gold habe ich, so viele Elite-Gegner habe ich gekillt. Und ja, ich habe bei den Erfolgen auch sehr, sehr viele eigentlich schon. Aber die meisten sind halt die Büchererfolge, die ich noch nicht habe, die ich aber haben werde, irgendwann mal. Es ist halt eine Sache der Zeit. Ich spiel, hab da jetzt auch noch nie so drauf Wert gelegt, jetzt alle Bücher zu erreichen. Werde ich aber in diesem Let's Play versuchen, alle Bücher, die in diesem Gebiet sind oder gespawnt sind, zu suchen. Zum Namen. Ich war noch nie gut mit Namen. Was passt denn gut? Aber ich weiß da echt nicht, was gut passt. Ich werde auf jeden Fall leider Hardcore nicht spielen, weil es fürs Let's Play echt also nicht geil ist, wenn man die Klasse, also komplett neue Klasse für einen spielt und dann auf Hardcore. Aber Hardcore werde ich auch auf irgendwann mal so ein Challenge-Try machen hier. Vermutlich dann mit dem Hexendoktor, den ich dann im Koop schon gespielt habe. Also ich werde Diablo 3 schon länger auf diesem Kanal, also mehrmals auf diesem Kanal bringen, öfters oder sehr viel. Namen. Nenne ich den mal Cerberus. Finde ich passt so. Erinnert einen auch an den Höllenhund.
soll auch so, so werde ich den auch spielen, ein bisschen wilder, ein bisschen gefährlicher. Sieht man hier auch so. Ja, ich bin ziemlich unkreativ mit dem Namen, aber oh, passt schon. Deswegen, vielen Dank fürs Zugucken der ersten Folge. So, das war's auch eigentlich schon. Ich werde aber hier auf schwer zum Anfang. Ich werde es vermutlich auch noch auf Profi hochstellen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zugucken und schaltet auch beim nächsten wirklichen, eigentlicher Start dieses Let's Plays an, wo ich wirklich ins Spiel rein joine. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video nicht ganz so viel gelangweilt. Ich wollte einfach ein bisschen über Diablo 3 reden, was ich so empfinde darüber und was für Klassen ich schon gespielt habe und wie viel Erfahrung ich mit diesen Klassen habe. Ich werde das Paragon-Level in diesem Let's Play auch nicht verwenden. Ich würde eigentlich lieber auch auf Season warten, aber ich habe jetzt einfach die Zeit dazu und ja, wenn man die Zeit hat, sollte man sie nutzen dafür, weil sonst komme ich nie dazu, auch nur ansatzweise ein Let's Play zu machen. Ich wollte es eigentlich schon im Sommer machen, aber hatte halt wirklich ein Ding dazwischen geschoben, eine Reise und schon war keine Zeit mehr vorhanden, die gesamten Sommerferien, die ich hatte. Ja, ich habe mir im Sommer frei genommen, besser gesagt, ich hatte frei von der Schule her. Ich bin noch Schüler, deswegen habe ich sehr, sehr wenig Zeit. Aber viel Dank fürs Zugucken. Lasst konstruktive Kritik da, wenn ihr welche habt. Es wäre nice, wenn ihr dieses Video liken würdet, wenn es euch gefallen würdet. Wenn es euch gefällt. Aber sonst habe ich eigentlich noch nichts so für diesen Kanal. Ist vermutlich eh kein einziger Review wird vermutlich auf diesem Video, außer mein eigener, falls ich das kontrollieren werde, rauffallen. Aber ich hoffe, dass dieses Video irgendwann mal mehr Aufrufe haben wird als zwei. Deswegen viel Spaß beim nächsten Let's Play. Und nein, für die Abos interessieren mich so gar nicht. Ich mache das eigentlich nur für mich. Und ja, ich komme nicht zum Ende, das weiß ich selber. Die Abos und so interessieren mich gar nicht. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Zugucken. Oh Gott, jetzt lasse ich nach in der Konzentration. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut auch beim nächsten Mal rein, wenn ich in das Spiel starte, das eigentliche Spiel. Ciao, ciao.